Ray. Ich weiß gar nicht, ob dieses Item, was ich da genommen habe, das Richtige für mich ist. Psi-Verstärker. Psionischer Arm. Erzeugt ein schwarzes Loch, das alle Lebewesen in sich hineinzieht. Kettenblitz. Schaden 40. Energiekosten 5. Beschwört einen Blitz, der auf deine Gegner überspringt. Und EMP-Schlag. MMP-Geschoss, das besonders effektiv ist gegen Maschinen und Mutanten. Ja, cool. Ich hätte jetzt gerne eigentlich mal so eine gewisse Einführung und vor allen Dingen würde ich gerne wissen, wie man das ändert. Das ist so. Das ist das, was ich gerade jetzt erstmal noch nicht weiß. Also, ich habe ja verschiedene Munitionsmodi, ne? Das ist ja auch geil. Brauche ich ja auch eigentlich. Ich gehe jetzt einfach mal zum Konverter runter, da schön in die Dreckspatzenhöhle und dann geht's los. Obwohl ich mich frage, ob ich das Falsche ausgewählt habe, ne? Das kann natürlich auch sein. Ich hätte eigentlich gerne. Wenn wir schon irgendwie Fernkampf machen. Ey, das ist so schwierig, ne? Aber im Endeffekt ist es ja eigentlich auch Wumpe, ob unsere Waffe, die wir jetzt als richtige für uns entsonnen haben, auch mit unserem Berufsethos irgendwie vereinbar ist. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie den guten Bogen holen würde für so und so viel Stärke und Geschicklichkeit, der ja irgendwo rumliegt, dann. Dann kann ich den ja auch benutzen, ne? Dann können wir nicht irgendwelche Kleriker und sagen, pass auf, das ist ja jetzt hier nicht standesgemäß. Lass das mal sein. Schauen wir mal. Also, X. Da ist ein Raptor. Mit dem würde ich es gerne mal versuchen hier. Aber wie ändere ich das denn? So, gehen wir mal kurz Tastatur und Maus. Und jetzt Tastenbelegung. Gut. Heraussuchen. Nein, so eine primäre Aktion. Waffenmodus. Maus 3. Das ist einfach rausholen, ne? Ja. Ausweichen. Das gibt's nicht. Kann man dafür eine Taste belegen? Wir weichen nicht aus. Zielaufschaltung, links und rechts. Leute, das ist auch so ein Wort, was es gar nicht gibt. Zielaufschaltung. So wie Leerschlag oder sowas. Quickslot. Ja, das ist alles belegt. Das kann ich. Adjutor. Adjutor-Attribut. Achso, das ist mein Gameboy, ne? Genau. Menü. Lalalala. Ey, mein Gott, ey. Wo ist denn Waffensekundäre Aktion? Maus 2. Ich kenne mich jetzt nicht aus. So, jetzt kann ich hier schießen, ne? Böhm. Ja, das ist ja auch irgendwie ein bisschen witzig, ne? Aber im Endeffekt bringt das ja auch nicht so viel. Ich weiß auch nicht, womit das skalieren soll. Hm. Ist wahrscheinlich so nice to have und ich werde es nie benutzen. Ihr werdet mir alle runterschreiben, dass das voll blöd ist, dass ich das nicht benutze, weil eigentlich braucht man das. Hm. Ich weiß nicht. Gönn mal die 7. Ich danke dem Spiel übrigens auch, dass es in letzter Zeit so herbe angefangen hat zu ruckeln. Und ich habe keine Ahnung warum. Du änderst nichts an diesem dreckigen PC. Du machst nichts anders. Und auf einmal... Ich hab das jetzt kleine Problem. Und dann denkst du, warum, ey? Mein Gott. Das ist ja... Das ist jetzt nicht so ein Brot, das schimmeln kann, wenn man das nicht benutzt. Nee, das ist ja eigentlich... Das ist genau das gleiche ist bei Fahrrädern auch, ne? Wenn du das über den Winter stehen hast, dann kannst du es im nächsten Frühjahr benutzen und siehst als erstes, aha, scheiße, das Licht geht nicht. Obwohl du nichts damit gemacht hast. Gar nichts. Es stand da einfach nur rum. Da ist irgendwas reingekrabbelt oder was auch immer. Keine Ahnung. So, rennt auf. Leute, ich kann das Spiel so nicht spielen. Das ist voll nervig. Das ist doch voll nervig. Ach, guck mal, das ist auch wieder... So, du bist hier der Rudelführer, oder was? Das Biest kauf ich mir. So, du. Ich will nicht dein Rudel sehen, das du anführst. Das ist ja eine richtige Bande von Arschbacken, offenbar. Alles Versager. Wenn die dich da schon zum Anführer gewählt haben, ne? Dann kann da ja auch nichts rumkommen. So. Oh, das ist schön. Leute, guckt euch die Videos am besten einfach mal nicht an, sondern hört einfach nur. So, der Unhold ist dran hier. Moin. Jetzt gibt's auf die Fresse. Ah. Das ist wenig erfolgversprechend hier, ne? Leute, das ist hier. So muss das. Ey, keine Munition. Wie jetzt Munition? Junge, das ist sein Lasergewehr. Da brauchst du keine Munition. So, und jetzt helfen natürlich die Raptoren und greifen mit an. Gegen den So, ist das hier Super Smash Brothers Melee oder was? Muss Mission, alle gegen alle. Und die erstmal gucken sich gegenseitig an. Guck mal den Spielercharakter, ne? Den holen wir uns. Und dann. Und danach so ein bisschen gegeneinander. Die können sich zwar gegenseitig treffen, aber das heißt nicht, dass sie sich gegenseitig angreifen.
Sowie Verbündete nur mit Friendly Fire. Kraftloser Raptor, ne? Der hat sowieso nichts gebracht. So! Büchsen! Büchsen! Ja, hier kommt der Bachenteller, nur für euch! Oh! Scheiße! Jetzt kann ich auch nie mehr looten. Ach Mensch, ich brauch doch Geld! Ja, nee! Das tut mir jetzt leid, Ray. Oh, der hat schön geschrien, ne? Ah! So musst du das mal machen, wenn du mitten in so einer Theatervorstellung bist. Irgendwas ganz Komisches, weil Theaterschauspieler, die kannst du ja ablenken. Im Kino ist es ja egal, da passiert ja nichts, ne? Wenn du da irgendwie Unsinn machst, dann meckern einfach nur die Leute, die links und rechts von dir sitzen, ne? Aber das ist ja egal, weil das ändert den Film ja nicht. Wenn du jetzt das im Theater machst und dann einfach, weiß ich nicht, den Typen, der da so rechts neben dir sitzt, mit vollem Schmackes einfach so mit der Faust auf den Oberschenkel haust, ne? Und der dann auch so, so war das. Leute, ich spreche aus Erfahrung, so eine Szene habe ich schon mal gesehen. Richtig witzig. Da hat sogar der Schauspieler irgendwie gesagt, alles okay. Soll man eigentlich nicht machen. Hör mal, bist du jetzt eigentlich stolz? Hä? Wie bitte? Naja, jetzt wo du zu den Klerikern gehörst. Stolz auf sein Volk zu sein ist eine menschliche Empfindung, der üblicherweise eine längere Zeit der Zugehörigkeit zugrunde liegt. So nehme ich. Ah, nicht unbedingt. Ich bin schon sehr lange bei den Halsabschneidern der Wüste und... Naja, sagen wir, dass ich darauf stolz bin, wäre jetzt vielleicht zu viel des Guten. Warum fragst du mich dann so etwas? Ach, ich war nur neugierig, wie ein ehemaliger Alp über so etwas denkt. Hm. Alles noch dran? Auf jeden Fall. Ray mag mich. Das ist wichtig. Zumindest Ray mag mich. Wenn alle Leute mich doof finden, Ray mag mich. Auch wenn ich den gerade so in den Superbrecher reingelotst habe, der dann einen Stein geworfen hat, ist egal. Ray mag mich. Solange Ray mich mag, habe ich überhaupt keine Probleme mit dem Leben mehr. So Leute, jetzt starten wir hier. Wir müssen jetzt hier starten. Wie ist das eigentlich mit meiner Rüssi? Ist sie jetzt besser? Das ist eine Sache, die ich mal ausprobieren sollte, ne? Wo ist das denn? Drohnenkontrolle, Arschlecken, Machtwelle, Machtstoß. Alter. Ja, ausrüsten! Sag mal, wie ist denn das hier? Hä? Quickslot zu, SO Y. Ah! So. Alter Schwede, ich fühle mich jetzt hier... Warte mal, hä? Okay. Ich muss wahrscheinlich dafür was anvisieren und dann macht das im Kampf. Das wäre natürlich hyper. Das mache ich jetzt. Wo ist denn der Gegner? Hier sind doch bestimmt irgendwelche Ratten, die jetzt erstmal was brauchen. Wo seid ihr, Jungs? Hier sollte mal jemand aufräumen. Ja, dann kannst du ja gleich mit anfangen. Da ist er. Moin! Oh. Alter Schwede! Okay, geil, auf jeden Fall geil, auf jeden Fall eine richtig gute Nummer, die ich hier ziehen kann, aber, pass auf, irgendwie fehlt da was, da fehlt noch ein bisschen der Schmackes und ich find's auch nicht so geil, dass ich da nur so Ressourcen auswenden muss, ne, aber ist egal, das ist ein bisschen Meckern auf hohem Niveau, Leute, wir sind schon ein bisschen stärker, ich habe keine Ahnung, wie man das spielt und wie man das machen soll, ich bin bestimmt von vorne bis hinten verskillt, aber ist mir egal. Ich finde, unser Schrottschild sieht auch mit der Klerikerrüstung geil aus. So. Obwohl ich glaube ich schon so ein Schild gekauft habe, oder? Wie war das? Ich bin einfach nur nicht ausgerüstet. Warum auch? Brauche ich auch nicht. Ich fühle mich einfach auch mal so gut. So, dieser Stein habe ich gerade. Da habe ich gerade gedacht, das wäre ein Monster, war aber nicht. Und ich fühle mich einfach so, als wenn wir jetzt hier erstmal überall hin können, ne? Ohne dass irgendjemand kommt und sagt, pass auf, wer bist du denn? Und uns mit seinen riesigen Zähnen. Einfach alles abschält von unserer Haut. Ja, so fühle ich mich jetzt gerade. Ist auch gut, Leute. Ist gut. Wir sind einfach stark. So. Einfach die Stärke ist jetzt da. Wenn die Stärke da ist, dann haben wir es. Ah. Ah. Leute, wie... Na, mal eine Frage an euch. Da muss jetzt jeder, der guckt, der muss jetzt kommentieren. Auch wenn du auf dem Sofa sitzt und das hier auf dem Fernseher guckst, so wie jeder normale Mensch das heutzutage macht. Direkt einmal bitte zurück, YouTube, Kommentar schreiben. Wann warst du das letzte Mal Bizeps trainieren? Das ist eine wichtige Frage. Das müssen wir jetzt, klären, Leute. Das müssen wir klären. Obwohl, warte mal, ich überlege gerade, ob einfach abschießen nicht genauso geil ist wie meine Laserattacke hier.
Ich habe ja keinen Benchmark. Am liebsten hätte ich jetzt einfach mal irgendwo so einen Gegner, wo ich volle Möhre draufholzen kann, ohne dass er sich wehrt. So eine Voodoo-Puppe oder sowas. Zum Beispiel er hier. Er wehrt sich ja auch gleich hier zu Klob am Arsch hier. Guck mal, da ist jetzt hier die Party am Dampfen. Moin. Habe ich den nicht getroffen? Achso, juckt den einfach. Na, okay. Na, okay. Wenn er das nicht interessiert, dann interessiert mich auch nicht, was er zu mir zu sagen hat. Ist okay. Hier war doch noch irgendwo so ein Banditenlager, was ich ausräumen musste, ne? Ja. Irgendwo muss das noch sein. Okay, ich habe jetzt hier die Akolytenrüstung. Trage ich die gerade? Ja, ne, so, warte, so bin ich nackig. Das will ich ja natürlich nicht. Psi-Verstärker. Ach komm, ich habe doch gerade die Akolytenrüstung hier gehabt. So, dies. Minus 5, minus 2. Und Schacht dahin. Ja, ist okay. Aber ist schon geiler, ne? Ist schon geiler. Ich gehe dann bestimmt noch andere Sachen kaufen, das mache ich jetzt. Captain Violence hat ja gesagt, ich brauche eigentlich sehr viel mehr Geld, aber ich komme da einfach hin und sag, komm, lass anschreiben, sage ich. Und dann sagt er, ja, ja, ist okay. Wir sind ja hier kein Kiosk. Kann ich machen. Wir kennen uns ja. Du bist ja hier in der Kartei drin. Da kannst du mir nicht davonlaufen, sagt er. Sag ich, jau, 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 ist okay. Und dann hau ich ihm auf die Fresse. So ist mein Plan jetzt. So ist mein Plan. Mal gucken, ob der Plan funktioniert. Ich glaube das nicht so unbedingt, aber vielleicht. Archiv. Ne, ich wollte nicht zum Archiv. Ich wollte. Hier, das ist ein Schild. Du bist nicht der Erste, der mir Schild das erzählt. Ist gut. Haus der Suggestoren. Ach. Vielleicht hat einer von denen mir was zu sagen. Obwohl ich eigentlich auch keinen Bock auf Story habe gerade. Ne, ich will eigentlich nur rammeln. Rammeln. Ich will eigentlich nur Leute kaputt hauen hier. Wer nicht gehorcht, wird gefügig gemacht. Ich habe keinen Bock auf Story, ich will eigentlich nur rammeln. Ja, so, Maddie out of context, ne? Ja, wunderschön. Medbaron 2018. Ja, ihr müsst auch sammeln, da, die Zitate, weil sonst... Das kann doch so nicht weitergehen, oder? Sonst ist doof. So, wo war denn jetzt der Rüstungsfritze? Wir haben sie wieder vergessen. Das ist so verwirrend hier. Guck mal, du kannst auch nicht wirklich gucken. Ich habe sie schon so oft gesagt. Rüstmeister. So. Ich sehe das nicht so, ey. Marker setzen. Den markieren wir jetzt erstmal. Sonst finde ich den nämlich nicht. Guck mal, da... Hey, das ist doch nicht mein Marker. Leute, das ist nicht mein Marker. Das ist eine gleiche Farbe, aber es ist nicht mein Marker. Das ist nicht mein Matthias hier. Hallo, hast du Matthias für mich? Verkaufe mir etwas aus den Lagern. Ja. Ich zeige dir alles, was du mit deinem Rang kaufen darfst. Was sowieso Rang kaufen darf? Warum kaufen darfst? Was ist denn dir eigentlich los, Junge? Ich darf hier alles kaufen. Akolytenhelm, der ist gut. Kostet auch nicht so viel, ne? Scheiße, das ist ja wieder gar nichts hier. Das ist ja wieder ein Punkt besser. Also, und du denkst, da wäre irgendwie... Ja, Pustekuchen wieder, ne? Pustekuchen! Was ist hier mit den Lasergewehren? Hier, komm! Geschicklichkeit! Schaden plus 13, aber da, ich weiß ja nicht... Weißt du denn, was ich gerade ausgerüstet habe? Weißt du das? Hast du da überhaupt eine Schnitte? Weißt du, was ich hier gerade mache? Nee, ne? Weißt du bitte nicht. Ich will die Macht des Regenten. Die möchte ich tragen. Intelligenz 56. Das ist doch Quatsch hier, Leute. Da muss man jetzt erstmal erzählen hier. Das ist doch wieder Unsinn. Guck dir das mal an. Schaden plus 5. Und wenn ich die andere Waffe, die ich da auch noch irgendwie hatte, ausrüste, dann habe ich irgendwie Schaden plus 14. Das ist doch... Das passt doch wieder hinten und vorne. Nee. Ich rüste jetzt erstmal die hier aus. Waffe eines Klerikers. So, das ist meine Laserkanone, von der ich dachte, die wäre voll geil. Hier, plus 34. Siehst du, da wären die Schweine fett. So muss das nämlich sein. So muss das, Leute. So ist das in Ordnung. Zahnachs 2. Ach, ich habe ja so gute Waffen, ne? Aber ich habe mich da bisher noch nicht wirklich mit auseinandergesetzt. Ah, das ist mein Fehler. Bonusschaden plus 1. Immer Bonusschaden, Leute, das ist das Allerwichtigste. Wenn ihr könnt, Bonusschaden direkt. Hm. Stärke für. Oh, das ist auch alles immer so teuer und doof hier, ne? Anlegen. So. Oh ja. Oh ja, bitte. Das ist schön. Das ist geil. Das will ich. Das ist in Ordnung. Das ist mein Ding. Das ist jetzt absolut mein Ding. Fühl mich gut. Okay. Die Macht der Mitte.
Strategisch günstige Position. Schon 15 Mal angenommen und nicht einmal geschafft. Da gehen wir jetzt hin. Okay. Auf in Richtung Norden. Ich hätte auch irgendwo noch schlafen können, ne? Was ist hier denn los? Was steht da? Döner-Teller? Ne, guter Teller. Ist hier auch ein Döner-Teller, der jetzt hier noch so in einer halben Jahrhundert hier liegt? Den hätte ich jetzt nicht nochmal... Hier war kein Durchkommen mehr. Komplettes Verkehrschaos. Wir drehen um und nehmen doch den Weg über das Inland. Wenn das so weitergeht, werden wir nie heil ankommen. Das ist irgendwie schon böse, wenn man das immer so rekonstruieren kann, was hier alles gestorben ist und wie. Oh, mach mal Song Request an. Ich will K-Phone hören. Das war wohl nichts. Ja, das war wohl nichts. Dann lass mich doch direkt hier nochmal. Anstatt diesen Quatsch hier einfach nochmal über dich ergehen zu lassen. Ja, natürlich so. So weit hin und her wie möglich. So weit hin und her wie möglich. Schrottsammlerhut und Schnaps und Elektroschrott und alles her damit. Her damit. Meine Angebetete, es tut mir unendlich leid, dich warten zu lassen. Heute Nacht, sie ist wunderschön. Hasselfleischsuppe. Hier gibt's aber so ein paar Rezepte, von denen ich sagen würde, ja, ist gut, dass du das als Rezept hast, aber im Prinzip hätte man das auch machen können ohne Rezept. So eine Asselfleischsuppe, einfach so eine Assel nehmen, abschärmeln und dann rein in den Kochtopf. Das kriege ich hin. Oh ja, ein Klappstuhl. Yeah. Aber mit der neuen Mütze ist natürlich auch geil. Dann wissen alle Leute gleich, was mit mir los ist. Ich kann ja aber auch immer noch lügen und sagen, pass auf, ich habe denen das abgezogen. Auch diesen komischen Gameboy-Apparat fürs Handgelenk, den habe ich auch geklaut. Alles geklaut, Leute. Alles geklaut. Ihr glaubt mir wieder nur keiner, aber ist egal. Ich habe meinen Segenfrieden. Seelenfrieden und die auch. Das ist alles, was ich brauche, Leute. Alles, was ich brauche im Leben, ist ein bisschen Frieden. So, und diesen Hornwolf hier. Ey! Komm. Das war Munitionsverschwendung auch. Das kostet wieder Geld. Das kostet teuer Geld. Ja, jetzt habe ich auf die Fresse gekriegt und darf dafür... Eieieiei! Das Biest kaufe ich dir! Sage mal! Was ist denn das wieder? Weißt du, Leute, das ist wieder Elix Elisabeth, ne? Oh. Heide Witzke, das ist... Oh, Mann! Gehst einfach hier über den Hügel, kommt da so ein Insekt aus dem Boden und frisst dich auf. Hier dieser doppelkammige Superdinosaurier, der kriegt jetzt auch wieder ein bisschen Casino hier. Wüstenhund! Nicht getroffen. Doch getroffen. Oh, der war ja richtig. Scheiße, ich habe keine Pfeile mehr. Na, okay. Dann machen wir es jetzt so. Oh, du hast echt ein schönes Muster, weißt du das? Neue Stufe. Oh, Baby. Jetzt werden wir stärker. Leute, ich gehe jetzt volle Möhre auf Stärke. Das ist mir jetzt egal. Wir müssen hier die Superwaffen tragen können. Das ist voll wichtig. Das ist mir ein inneres Bedürfnis, dass wir hier so starke Waffen tragen können. Und sowieso. So, du kriegst heute noch. Ah ne, damit kriegst du nicht. Hiermit kriegst du. Schakal. Was ist hier denn los? Diese Waffe ist bestimmt schon geil, ne? Aber in meiner Hand ist sie ein Schrotthaufen. Ein windiges Lüftchen nichts. Tja.